Ich bin Flo Schwarz, ich bin 26 Jahre alt und ich würde mich als Audiovisual Artist bezeichnen. Was ich genau mache, ist immer so ein bisschen schwer zu beschreiben, weil es das, was ich mache bzw. vorhabe zu machen, muss man dazu noch sagen, so in der Form noch gar nicht gibt. Und mein Spezialgebiet liegt, glaube ich, darin, die Audiowelt mit der visuellen Welt zu verbinden, weil ich mag diese Verbindung einfach unheimlich gerne und kann, glaube ich, sehr gut Musik fühlen und fühlen, was für Bilder da jetzt drauf kommen, wie ich schneiden soll gerade. Aber das reicht mir nicht so ganz, weil ich halt mich nicht auf eine Sache konzentrieren kann, sondern ich habe ein Interesse an ganz, 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 ganz vielen verschiedenen Sachen. Und deswegen bin ich schon immer so ein bisschen auf der Suche nach dem, wo meine Nische so ein bisschen ist. Ich bin über den Videojournalismus zum Film gekommen. Damals hatte ich mir aber auch schon gedacht, so wie wäre es denn, wenn ich irgendwie einen Live-Film mache? Also nicht schon einen vorgeschnittenen Film, sondern auf der Bühne wirklich live den Film zusammenzuschneiden. Ich habe dann weitergemacht mit erstmal mit Werbefilmen, dann mit Imagefilmen, habe mein Praktikum hier bei Bella Vista gemacht und bin darüber auch so ein bisschen in Techno und Musikveranstaltungen so ein bisschen reingekommen und habe da angefangen, Visuals zu machen. Die waren von Anfang an nicht einfach nur vorprogrammiert und sind einfach nur abgelaufen, sondern ich habe wirklich versucht, auf die Musik, die vor Ort ist, die Visuals anzupassen. Also sei es durch Live-Schnitt, sei es durch Effekte, dass es zu der Musik vor Ort passt. Und diese Idee habe ich jetzt immer weiterentwickelt und bin jetzt auf dem Weg dazu, die Kunstform, ich nenne es bis jetzt Audiovisual Live Performances, zu kreieren. Das ist wirklich dann ein eigenes Event, wo es wirklich auch nur darum geht und nicht irgendwie extra zusätzlich zur Techno-Veranstaltung, sondern ich kreiere da wirklich ein Event daraus und stecke ein Thema ab. Also das werde ich machen. Ich werde mir auch andere Künstler dazu holen, aber im ersten Moment werde ich mir ein Thema aussuchen. Meine Themen sind Porträtierung von Menschen, von zwischenmenschlichen Beziehungen und von Sexualität. So, darum wird es immer so ein bisschen gehen. Und gehen wir mal davon aus, ich mache ein Porträt über einen Menschen. Ich habe dann ganz viele Interviewteile, ich habe ganz viele Schnittbilder, die ich dann mit dieser Person gedreht habe. Und die baue ich mir zu einer Geschichte zusammen und spiele diese Geschichte live ab. Ich habe dann so ein kleines MIDI-Keyboard. Und über dieses MIDI-Keyboard spiele ich diese Aufnahmen, die einzeln in die Software reingeladen sind, live ab und würde mir dann zusätzlich auch noch gerne andere Künstler dazu holen. Das kann ein Sänger sein, das kann ein Autor sein, das kann ein Musiker sein, das können Bondage-Künstler sein, wenn es zum Thema passt. Und diesen Künstlern gebe ich dann einen kleinen Teil von diesem Porträt, sage ich mal, Kindheit. Kindheit bekommt dann der Sänger zum Beispiel, hört sich dieses Interview auch an und versucht dann da passenden Text zu schreiben, den er dann auch live am Abend singt und wo ich dann auch wieder die passenden Schnittbilder live dazu spiele. Oder die Tänzerin kriegt dann nachher das Thema Erwachsenwerden, der ich dann auch die Interviews gebe und sage, wie würdest du das in Tanz umwandeln? Ich versuche wirklich mit meiner Filmkunst, mit dieser live geschnittenen Filmkunst, einen roten Faden vorzugeben, dann andere Künstler einzuladen und wirklich dann eine Metamorphose aus diesen verschiedenen Künsten zu erschaffen und damit die Frage zu beantworten, wer ist dieser Mensch? Was macht diese zwischenmenschliche Beziehung aus? Und ein Gefühl dafür zu erschaffen, wirklich mittendrin zu sein. Natürlich versuche ich diese ganze Sache nicht stupide irgendwo nachher auf eine Leinwand zu projizieren, sondern ich würde den Raum dann auch tatsächlich gerne ausnutzen. Das heißt, Projektionen können auf Wände gehen, die auch Strukturen haben. Diese Strukturen würde ich gerne auch aufnehmen und den Raum dadurch wirklich mit einbinden. Ich werde Projektionsflächen bauen, die zusammengesteckt werden können und auch viele verschiedene Formen annehmen können. Im Idealfall stelle ich es mir eigentlich als 360-Grad-Event-Location vor, dass es nicht nur ein Vorne gibt, sondern dass es kein Vorne, kein Hinten, kein Rechts und kein Links gibt, sondern dass wirklich der komplette Raum die Bühne ist, sage ich mal. Natürlich ist ein Antrieb auf jeden Fall Selbstverwirklichung und Selbstdarstellung tatsächlich, weil ich stehe gerne im Mittelpunkt und das gebe ich auch gerne zu. Der andere Teil ist, und ich rede mir ein, da irgendwie auch was für die Gesellschaft tun zu wollen tatsächlich, ist, ich habe über meinen ersten Film über eine Frau,
den ich gemacht habe. Da bin ich ewig lang dran gesessen und habe mir zuerst überlegt, einen Unterwäschespot zu machen. Habe dann aber im Schnitt gemerkt, wenn ich das so mache, wie ich es mir vorgestellt habe, dann wird diese Frau zum Objekt und ich will, dass sie zum Subjekt wird. Also habe ich den kompletten Film umgeschmissen, mir Fragen gestellt, warum die Frau sich vor der Kamera auszieht und das dann als Gedankenstimme nachher unter den Film gelegt. Als ich das dann gemacht habe, ist mir aber aufgefallen so, du stellst diese Fragen eigentlich nicht ihr, nicht nur ihr, sondern auch dir selber. Und warum sind Frauen in deinem Leben so ein wichtiges Thema? Und dadurch bin ich tatsächlich so in meine erste Selbstfindungsphase geraten und konnte dadurch aber weiterkommen bei mir selbst und habe mich besser gefühlt und habe mehr zu mir selbst gefunden und war mehr ich. Und dementsprechend glaube ich, dass man über das Interesse an anderen Menschen, wenn man wirklich sich dem öffnet, sehr, sehr, sehr viel über sich selbst lernen kann. Und das ist gerne das, was ich mit meiner Kunst machen möchte. Mein Interesse an anderen Menschen, an zwischenmenschlichen Beziehungen, an Sexualität, den anderen Leuten mitgeben und hoffe dann dadurch, dass sie sich vielleicht dadurch auch Gedanken über sich selber machen und sich denken, okay, das ist ein Punkt, über den habe ich bei mir noch gar nicht nachgedacht. Ich bin kein Missionierer oder so, aber ich denke, wenn man wirklich versucht, mal so ein bisschen das Interesse an anderen Menschen zu schaffen, dass dadurch auch vielleicht eine schönere Welt entstehen könnte.